Mein Leben hat vor 37 Jahren angefangen und vor ungefähr 20 Jahren dachte ich, dass man einen Film darüber machen sollte, und vor 6 Jahren habe ich die richtigen Personen kennengelernt. Dann hat es noch einige Jahre gedauert, bis wir alle Einzelheiten geklärt hatten, und dann hat ein dreimonatiger Kampf angefangen um die Deutungshoheit des Films im Voraus, und jetzt sind wir mitten in der Deutungshoheit des Films im Nachhinein. Also es ist ein sehr, sehr langer Weg gewesen. Ich gischte oder viergischte Herren, dass der Film voyeuristisch wäre. Das fand ich interessant, weil normalerweise als ja nicht das wird den Voyeur gesagt. Voyeuristisch mit denen, die nicht mischt. Ich meine nicht, dass ich extrem viel von mir preisgehen hun. Und sie nehmen das konnte benutzen, was ich ihnen wollte gehen. Und auch haben sie wirklich das best gemäht, für einen wahren Film herzustellen. Auch von Einzelheiten, davon Fiktion sind. Und das mischt es wahrscheinlich für den Zuschauer mehr interessant, für das rausfinden zu wollen, was dann lo war, was richtig leben, was erzählerische Freiheit aus von der Regie vom Schnitt. Wenn Sie im Film zum Beispiel sehen, wo ich überall reingehe und wieder rauskomme, und einmal habe ich, also was man in einem Spielfilm die Continuity nennen würde, nämlich, dass es aneinander hängt, dass man weiß, das war vorher und jenes war nachher oder geschieht nachher. Das ist so verwirrend im Film, weil sehr viel aneinander geschnitten wurde, was überhaupt nicht chronologisch wirklich so passiert ist. Wie die Champagnerflasche, die nicht von mir gekauft worden ist, aber die einen verschwenderischen Lebensstil darstellen soll. Aber es ist relativ einfach, den Film ich kann sehr gut, glaube ich, mit dem Film leben, weil das, was ich sage und tue, das habe ich gestern gesehen, das ist wahr, richtig, und dazu kann ich stehen. Und witzig ist es manchmal auch. Ich bin froh, dass dass ich seit gestern weiß, womit ich den Rest meines Lebens jetzt leben darf. Und der Weg dahin war lange und steinig, beschwerlich und mühsam. Und jetzt werden wir herausfinden, ob er sich wenigstens gelohnt hat und wo wir angekommen sind. Ganz, ganz am Anfang, weil ja trotzdem auf mich relativ zentriert ist, so viel wie möglich Leute, die ich zu Lützeburg kenne und die ich schätze, an den Film rabbringen, für zu weisen, was die gelegt haben in ihrem Leben. Zum Beispiel Mark Klemmer Matzinger Band, den Mika Heinonen, den ganz am Anfang gesagt, bei dem Satz, von dem ich leider wusste, wie ich ihn auf Englisch gesucht habe, dass ein GIF höchstwahrscheinlich geholt ging, gepitcht ging bis an den Trailer. Dass die Leute, die großartig Sachen gelegt haben, an über die sicherlich kein Dokumentarfilm gemäht wird, aber von denen ihr sollt wissen, dass das so gut und dass sie wunderbar Arbeit machen. Und Großregion ist auch ein Platz, wo ich zum Beispiel die Engkirch, wo ich schwätze, nach St. Paulin zu Trier, da geht quasi kein Lützburger hin. Aber Trier werden nicht drüber kennen. Und das Schloss, das Leporello-Schloss zum Schluss, wo ich der Statue so, sie soll raufklammern, das ist Malberg. Das liegt 20 Kilometer auf der anderen Seite von der Lützburger Grenze, bis in der Bitburg. Und da soll den unbedingt hinführen. Aber wenn es sich gelingt, wenn das Gift dabei rauskommt, dann hätte es sich gelohnt.